hängen und fragen, sind die inhaltlichen. Was wollen wir archivieren? Wie wollen wir es archivieren? Wie lange wollen wir es haben? Wie ist das Verhältnis von Archivierung und Zugang? Ist Zugang nicht eine notwendige komplementäre Ergänzung von dem, was nachhaltige Sicherung ist und was welchen Wert hat nachhaltige Sicherung ohne Zugang? War doch, dass man bei Dingen, die auf Papier veröffentlicht worden sind, alles in irgendeinem Archiv finden kann, dass es da also kaum einen Aufkleber gibt, der oder eine Zigarettenschachtel, die mal gedruckt worden ist, die nicht noch auch irgendwo aufbewahrt wird. Deshalb war ich etwas überrascht, dass da jetzt bei Twitter diskutiert wird, ob man jeden Tweet aufbewahren soll. Ja, natürlich soll man, das weiß man doch hinterher nicht, warum der nochmal wichtig werden könnte. In einem idealen Universum wäre es beides ein super haltbares Speichermedium, bei dem man trotzdem jeden Fehler oder jede Aktualisierung sofort vornehmen kann, aber in der Realität muss man sich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden. Also ich denke, die inhaltlichen Fragen haben am Ende im Vordergrund gestanden und es ist dringend erforderlich, dass dort Antworten gefunden werden. Was wollen wir von den Zeugnissen unseres Schaffens, des Schaffens unserer Generation für die Nachwelt erhalten?